haben heuer 31 Produkte, wo eben Ei oder Ei-Bestandteile drin sind in Fertig- oder Halbfertigprodukten, wieder eingekauft. Wir machen diesen Einkaufstest schon über mehreren Jahren. Fällt der Produkt weg, lassen wir das weg. Es hat sich gezeigt, dass nur in einem einzigen Produkt auch österreichische Eier drin sind und als österreichische Eier ausgewiesen oder deklariert sind. Ich bin sehr dankbar darüber, dass es auch hier gute Berechnungen seitens unseres Hauses gibt, wo hervorgeht, dass zum Beispiel bei einer Packung Biskotten, wenn heimisches Ei verarbeitet wird, dies sich mit einem Cent beim Konsumenten widerspiegelt. Für mich der Grund gewesen, dass ich eben heimische Eier verwenden für unsere Produkte, eben weil es eine Firma gibt, die in Gnas eben pasteurisierte Volleier und Eiweiß herstellt. Und um die heimische Industrie auch zu unterstützen, habe ich mich eben auch für diese Produkte dann entschieden. Mit diesem Store-Check bestätigt es sich wieder, dass diese Herkunftskennzeichnung auf verarbeiteten Lebensmitteln dringendst notwendig ist. Jeder Bauer, jede Bäuerin ist tagtäglich gefordert, klar zu kennzeichnen, bis hin zum Ladentisch. Und ich denke, diese klare Forderung sollte auch in der Lebensmittelindustrie oberstes Gebot sein. Wir haben eine eigene Servicestelle eingerichtet für die nachhaltige Beschaffung von Eiern und Geflügel in der öffentlichen Beschaffung und wir beraten die Einkaufsverantwortlichen der öffentlichen Einrichtungen hinsichtlich der österreichischen Qualitätsstandards bei Eier und Geflügel. Wir haben die Zeit vor Ostern, ist naturgemäß die stärkste Absatzzeit im Jahr. Und jeder Österreicher wollen Ostereier essen und kaufen auch die Ostereier. Jedoch gibt es die Sorge, die Zeit nach Ostern, nachdem die Gastronomie, Hotellerie nach wie vor geschlossen hat, dass wir dann vor allem im Bereich der Bodenhaltungseier einen massiven Überhang haben werden und das sich wahrscheinlich auch auf den Preis auswirken wird. Für die heimischen Bodenhaltungsbetriebe gibt es den sogenannten Umsatzersatz. Die wird schlagend für die Monate Februar und März 2021. Es wird wahrscheinlich im April das Ansuchen gestellt werden können über IAMA, also Online-Ansuchen, und voraussichtlich im Juni dann die Auszahlung erfolgen oder Juli.